Claudio Monteverdis Oper Orfeo ist ja die erste überlieferte Oper der Musikgeschichte. Und es war natürlich eine extrem spannende Aufgabe, wie man damit umgehen kann, wenn man plötzlich keine Sänger mehr hat, sondern rein instrumental eine Geschichte erzählen möchte. Die Story des Orfeo ist ja relativ einfach zu erklären und wir haben eine Projektion, die in knappen Untertiteln erzählt, was in dem jeweils folgenden Akt passieren wird. Und dann haben wir die Figuren relativ streng zugeordnet, das heißt Liam Byrne an der Gambe spielt zum Beispiel den Orfeo oder Lambert Poisson spielt Eurydice und den Hirten und Philipp Lamprecht und ich an der Orgel und dem Cembalo und Philipp am Schlagwerk übernehmen dann andere Charaktere oder spielen dann die Chöre. Und tatsächlich, glaube ich, kommt man so ziemlich gut durch die Geschichte durch. Der Bearbeitungsprozess war natürlich etwas gestaffelt. Also einmal habe ich einen Vorschlag gemacht, wie man die Figuren zuordnen könnte. Und dann haben wir uns getroffen in mehreren Phasen und sind das ganze Material durchgegangen und haben viel geändert und wieder verworfen und wieder neu zugeordnet. Und dann denke ich, es ist immer noch ein Prozess, der sich wahrscheinlich auch mit weiter stattfindenden Konzerten wieder verändern wird. Und trotzdem haben wir jetzt eine Version gefunden, wo wir, glaube ich, diese Geschichte sehr schön erzählen können.